Hoffentlich geht es auch weiter gut. So, ah, geil. So. Wildheit haben wir schon. Töte 30 Dämonen, während du in der Luft bist. Bietet eine deutlich gesteigerte Bewegungskontrolle im Flug nach einem Doppelsprung. Erziele einen Glory Kill aus großer Entfernung. Ich glaube, ich nehme das mal da rein. Weil, wenn das wirklich aus größerer Entfernung geht, ich denke, das könnte, könnte doch ein Vorteil sein. Mal gucken. So, jetzt muss ich mir hier natürlich erstmal auf der Automap nochmal umschauen. Hier unter uns, das ist natürlich ganz wichtig. Erstmal hier. Nein. Da links geht's runter. Das ist nicht hier. Zurück. Ich hoffe, das ist hier natürlich. Ja. Boah, ja, ihr Drecksäcke, klar. Kakodämon, geh weg! Ich komm nicht aus der Ecke raus. Scheiße. Ich kam einfach nicht aus der Ecke raus. Wow. Ich nehme mal das Hologramm gerade. Jetzt möchte ich mal was ausprobieren. Warte mal, Moment. Wo waren wir halt? Hier ging es runter. Dann ging es darüber. So, einfach erstmal durch und jetzt mal gucken, wer hier kommt. Du und du. Klar. So, scheiße. Noch einer. Lass mich hier doch, lass mich doch an dir vorbei. Ein dummes, behindertes Drecksviech. Alter, was? Alter, was ist das denn? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, wie viele? Gut. Hä? Als ob ich jetzt schon hier bin. Was ist doch behindert. Wow, toll, jetzt bin ich schon hier. Da oben muss ich irgendwie hin. Man sieht hier aber auch nichts. Scheiße. Ich dachte gerade schon, das wäre ein Hebel für ein Doom-Level, aber nein. Oh, von dir hatte ich, von deiner Sorte hatte ich eigentlich gerade genug, mein Freund. Tschüss. Was? Noch einer. Geil. Nein! Nein! Alter, was geht ab? Was geht ab einfach? Was ist das bitte? Toll. Wir könnten mal gerade nochmal bei den Waffenmods gucken. Erhöht die Geschwindigkeit, coolen, durchdringen Ziele. Töte 5 Summoner mit Hilfe der Zielerfassungsserver. Durchgedrückt, wenn jetzt hier bis zu 3 Ziele erfasst. Geil. Töte 5 Summoner. Was sind denn Summoner nochmal? Kugeln durchdringen Ziele. Und dann rüste ich die auch direkt mal aus. Oder, na komm, ich nehme mal das. So, jetzt. Muss mal gleich nochmal von da oben gucken, wo genau wir da hoch müssen.
Was? Alter, von wo? Da hockt der. Boah. Diese... Gib mir die... Na toll. Keine Munition mehr für die Chaingun. Ich bin so begeistert. Wo ist das dumme Teleportviech jetzt schon wieder hin? Als ob ich brenne. Scheiße. So, jetzt piss dich mal, so. Na, so. Gib mal Ruhe jetzt. Scheißdreck. Na, so. Wundervoll, ein direkter Treffer bei einem Imp. Das ist scheinbar kein Imp. Ach du Scheiße. Jetzt habe ich ein Problem. Verdammte Scheiße, ich habe einfach kein... Eins in der Kettensäge nur. Ich brauche ein Imp oder sowas, einfach nur um meine Muni aufzufüllen. Wo sind die denn jetzt alle? Hä? Ah, toll. Da oben war noch ein Verstärker. Den brauche ich jetzt auch nicht mehr. Wer ist... Oh, wow. Hä? Wo ist denn das Viech? Ohne Witz, wo ist denn jetzt bitte der letzte Typ? Wow. Verdammte Scheiße. Wir haben gar keine Munition mehr. Gar keine Munition mehr. Nur hier scheint es noch irgendwo hoch zu gehen. Oh. Als ob es direkt weitergeht. Verreck doch endlich. Oh. So eine Scheiße. So eine verdammte Scheiße. Ja, komm, gib mir Muni, gib mir Muni, gib mir Muni, gib mir Muni, gib mir Muni. Oh. Jetzt gibt's wieder auf die Fresse, Freunde. So. Boah. Oi, 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 oi. Ah, da gab es auch noch ein bisschen Benzin, Gott sei Dank. Nur mal gucken, wo sind wir jetzt? Da links geht's noch hoch. Okay, und von hier aus geht's hier runter. Okay.
So, tschüss. Hallo, Freundchen. Bam. Das Maul. So. Bisschen Benzin. Bisschen Muni. Hier komme ich immer noch nicht rein. Super. Alter. Wo kam der denn noch her? Speicherpunkt erreicht. Schon wieder Speicherpunkt erreicht. Ich will keinen Speicherpunkt mehr. Ich will, dass es vorbei ist. Was? Oh Gott. Bitte nein. Oh. Halleluja. Geheimnis gefunden. Okay, jetzt wissen wir auch, wie wir hinkommen. Prätorenmarke. Da rechts? Komm ich da? Komm ich niemals hin, oder? Da soll es runtergehen, angeblich. Da komme ich nicht hin, ne? Ich muss jetzt wieder hier rüber, oder? Nein! Was? Alter, ich habe keinen Doppelsprung gedrückt. Warum hat er direkt den Doppelsprung aktiviert? Was soll das? Okay, Geheimnis gefunden. Ja, so. Jetzt. Die Viecher hier haben wir ja schon eben weggeräumt. Geht's da sicher auch noch irgendwie rein, oder? Ja, sicherlich. Müssen wir noch rausfinden, wie. Das sieht da unten noch sehr nach einem geheimen Doom-Level aus, ne? Ja, ja, irgendwie schon. So, wir müssen hier rechts irgendwie wieder hoch jetzt. Beziehungsweise... Oh, hier ist noch... Nein, scheinbar nicht. Das sah gerade so aus wie Munitionskisten. Ist aber... Sie waren aber keine, leider. Wie nice. Was auch immer das ist. Hier geht's noch hoch. Geht's aber nirgendwo weiter. Ich sollte mal wieder dem Kompass folgen. Kompass, Kompass. Kompass, como ist das? Was? Ah, okay, hier hoch. Dass der manchmal nicht nach den Vorsprüngen greift, ist ein bisschen ätzend. Jene, die vor ihnen kamen und jene, die mit ihnen arbeiten, haben alle dasselbe da Ziel, aber hier oben Zeitalter für die Menschheit einzuleuten. Das Leitprinzip als ich nicht zusammenzuarbeiten, okay, wird uns auf die nächste Existenzebene bringen. Oh, toll. Na, das sieht... Bitte was? Hier alles so verstümmelt, aber Hauptsache Helm auf, ja. Hat ja viel gebracht, wie man sieht, ne? Boah, Alter. Eine einzige schleimige Masse hier unten. Oh. Ich hoffe, wir haben hier hinten alles, weil wir kommen nicht mehr durch diese Tür zurück. Bin ich mir sehr sicher. Da ganz hinten haben wir eine Runenprüfung vergessen. Weil vielleicht kommen... Ah, vielleicht kommen wir nicht später. Na, vielleicht kommen wir nicht später. Egal, gehen wir jetzt durch. Komm. Ah, komm. Ja. Oh nein. Oh nein. Pinky, bist du es? Dämonisch. Oh, bitte nicht. Oh, bitte nicht. So, ja, ein Pinky. Oh ja, von hinten. Okay, ah, von hinten. Oh.
Von hinten halten die scheinbar nicht so viel aus. Ach komm du Affe, geh mal aus dem Weg. Alter, als ob noch ein Wind geht. Na komm. Oh. Geiler Glory Kill. Zieh dich. So, wir hätten auch Explosionsfässer benutzen können, haben wir wieder nicht. Samuel Hayden. Bevor Samuel Hayden starb, stellte er eine detaillierte Anleitung und Entwürfe für einen neuen Körper fertig. Einen bionischen Automaten mit einem plasmatronischen Kern, einem biomechanischen Gehirn. Samuel verfügte, dass seine Stirnlappen und Temporallappen intakt bleiben sollten, während die Funktion seines Peritallappen und Okzipitallappens überbrückt und mit einem plasmatronischen Kern verbunden werden würden. Samuels Persönlichkeit, Gedächtnis, Verstand und Begriffsvermögen sollten auf dieses neue Gerüst übertragen werden. Seine Wahrnehmung und mathematischen Fähigkeiten würden jedoch drastisch verstärkt werden. Super. Wissensmacht haben wir übrigens. Bringt uns nichts. Haben wir voll. So, da müssen wir dran. Da hinten gibt es so eine Automap. Und ein bisschen Rüstung. Sonst nichts, ne? Aber Automap. So, Automap wird heruntergeladen. Ach du Scheiße. Ja. Na dann. Oh. Njam, njam, njam. Na lecker. Dieser Dämon hat wohl ihre Schlüsselkarte. Mhm. Sie müssen sie wiederholen. Ohne Zugangsberechtigung kommen sie nicht in die Bahnstation. Das habe ich mir schon fast gedacht.